Zwei Songs in den 60ern. Schon reichen. Wir springen jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar ins Jahr 1977, in diesem Jahr, am 15. August, das war quasi gestern, vor 37 Jahren, hat die Rock'n'Roll-Szene ihre größte Ikone verloren. Gestern war Todestag von Elvis Presley. Und wir möchten jetzt etwas von dem Spiel der Erfindung des Hüftschwung. Und wir hoffen, dass Dresden die Hüften auch ein bisschen mitschwingt. Geht so. I want you to, oh, oh.